So, wieder hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von KX Street. Wir sind zurück zu einer schönen weiteren Ausgabe. Und heute sollen es ja nicht mit unserem wunderbaren 911er losgehen, dass wir damit Rennen fahren. Ja, da müssen wir aber leider noch ein bisschen was beheben. Ich habe mittlerweile Racing Plus Reifen schon drauf gemacht. Ich bin gerade kurz ein, zwei Elite-Rennen gefahren, um eben ein bisschen Kohle ranzuholen. Haben auf jeden Fall schon Racing Plus Reifen jetzt hier wunderbar drauf in der Bude. Aber wir haben ein Leistungsproblem. Ja, der nächste Club möchte halt, dass wir ja wunderbar Score 200 haben, C2 noch sind. Und ich habe entspannt letztes Mal auch 2 auf 15 hochgeprügelt, weil ich dachte, ey, mehr Leistung für wenig Geld, das nehmen wir mit. War nicht so klug. Wir mussten auch Level 19 sein, den habe ich nebenbei auch erreicht. Letztendlich gab es dafür Geld, den Skyline, den Evo und so haben wir freigeschaltet. Das nur auch als kurzer Hinweis, Level 19 habe ich in dem Zug auch mit hingehabt. Also wir können heute mit dem Club direkt loslegen. Aber wir müssen jetzt erstmal das Performance-Problem lösen. So. Einzige Performance-Zeit, die wir letztes Mal eingebaut haben, sind der ECU und die Gewichtsreduktion. Und nur die Gewichtsreduktion davon ist auch einstellbar, weil wir haben halt nur den Sport-ECU eingebaut. Hätte ich den Racing-ECU eingebaut, ja, hätte ich ein bisschen mit dem Ladedruck und so rumarbeiten können, hätte höchstens das Ganze eben ein bisschen regulieren können. Das geht mit dem Sport-ECU nicht mehr. Heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, für 13.000 das Street-ECU zu kaufen, das ganz rauszubauen, was nicht so sinnvoll wäre, weil wir dann übel Leistungsdefizit auch wieder bekommen. Aber wir können theoretisch das hier holen für 13.2, ne, dann haben wir 206 Punkte, also müssten wir 6 Punkte noch reduziert bekommen. Und das kriegen wir rein theoretisch über unser Gewicht, weil da können wir, ihr seht, gewissermaßen wieder ein bisschen ja, Gewicht hinzupacken, dass wir theoretisch wieder ein bisschen runternehmen. Und ihr seht, wir können Maximum 36 Kilo wieder zupacken und damit dann genau 6 Punkte runtergehen. Also wir würden wirklich perfekt, wenn wir das machen, auf 200er Score gehen. Ich weiß halt jetzt nicht, was der Wagen original für ein Gewicht hat. Das müssen wir gerade mal ganz kurz schauen. Original hatten wir 1480 und wir gehen auf 1420. Also immer noch 60 Kilo weniger. 60 Kilo weniger. Jetzt müssen wir gucken, Geldtechnik schaut das auch hin, weil das erste Mal Gewichtsändern kostet ja was. Wir müssen 7600 bezahlen. Das machen wir jetzt gerade mal. Dann haben wir einen 209er Score. Und jetzt kaufen wir für die letzten 15k, kaufen wir uns jetzt eben das andere ECU-Gerät. Und wir kommen auf 201. Du willst nicht auf verarschen, Spiel. Boah, habe ich irgendwas... Boah, Alter, der will mich jetzt verarschen. Jetzt habe ich hier gerade echt Kohle ausgegeben und den vierten Punkt. Ah! Jetzt müssen wir mal luschern, wie wir das hinkriegen. Haben wir hier irgendwas, wo ich hier mir noch irgendwas einstellen kann? Wo will ich hier einen Punkt machen? Nee, ne? Das ändert gar nichts an den Punkten. Das ist im Spiel scheißegal, dass ich das hier mache, ne? Das ändert gar nichts an den Punkten. Shit. Der C macht nur Body und Engine. Kann ich die Weight Redistribution? Nee, da ändert auch gar nichts dran. Oh, fuck you. Ja, dann, boah, kann ich jetzt jederzeit, kann ich aber ändern, wie ich will, ne? Ja, jetzt, genau, ich muss einmalig bezahlen, jetzt kann ich theoretisch rumändern, okay. Also, dann müssen wir ein anderes Upgrade-Teil theoretisch nutzen. Wir machen mal wieder auf Minimumgewicht. Wir machen immer, okay, in die andere Richtung kostet mich wieder Kohle. In die Richtung kostet mich keine Kohle. Wir machen es erstmal so, jetzt haben wir zwar 15er-Score. So, das ECU-Ding müssen wir also dementsprechend rausschmeißen, das bringt leider nichts. Weil, wie gesagt, da kommen wir auf ein 201er-Score-Maximum. Heißt, wir bauen erstmal kurz Stock ein. So, das ist ja erstmal egal. So, jetzt haben wir theoretisch 6 Punkte, die wir noch machen können. 6 Punkte dürfte ja nichts Teures sein. Wir haben 15k. Nockenwellen würden gehen. 199er Score. 197er Score. 195er Score. 198, 109. Aber das ist schon Gold, das bringt nichts mehr. Okay, das geht alles schon nicht mehr. Zylinderkopf. Ja, kostet 19 Gold, das ist leider auch Quatsch. Auch quatschig. Bringt auch nichts. Auch nicht wirklich was. Ja, dann würde es am meisten Sinn machen, die Nockenwelle einzubauen. 12,8, wir hätten zumindest schon mal einen 199er Score. Dann machen wir das so. Dann bauen wir die Nockenwelle hierfür ein und haben jetzt einen 199er Score. Wir haben das ECU-Ding jetzt halt rumliegen. Wenn wir den Wagen nochmal irgendwann upgraden wollen, haben wir es ja schon da. Also wir haben die ECU jetzt theoretisch rumliegen, die haben wir ja gekauft. War jetzt halt ein bisschen Geld verbrannt letzte Folge und auch diese Folge, aber na gut. So, wir haben jetzt Gewicht dadurch recht runtergebracht. Wie gesagt, der Wagen hat jetzt statt wunderbaren 1480 Kilo nur 1384 Kilo, also 100 Kilo weniger. Wir könnten theoretisch noch weniger Gewicht machen, also wir hätten ihn hier noch mit weiter runterkrachen können und damit theoretisch noch ein paar Punkte holen können, faktisch gesehen. Also dementsprechend, aber ihr seht, das kostet dann auch Geld. Hier bis dahin kostet 21.000 Credits und hier am Ende will er 21.000 Credits und noch 8 Gold haben, dass wir den Wagen auch maximal verringern dürfen vom Gewicht. Aber wie gesagt, es ist nur das erste Mal, danach könnt ihr da rumsliden, wie ihr lustig seid, wenn ihr bis dahin gegangen seid. Gut, wir haben jetzt aber den Score, den wir haben sollten. Heißt, unser Porsche ist ready. Wir haben Racing Plus Reifen drauf. Da hatten wir noch einen Satz rumliegen, lustigerweise. Also einen hatten wir lustigerweise, warum auch immer. Und den können wir natürlich jetzt wunderschön nutzen, um uns im neuen Club einzuschreiben, den wir hier drüben haben. Die wunderbaren Western Sierra Leute. 180k gibt es am Ende, also das lohnt sich auf jeden Fall.
und Cosmic 8000 im Join. Moin Moin! Da habe ich jetzt nicht so dran gedacht. Gut, ich bin dann gleich wieder da, ne? Gut, jetzt habe ich auch die Kohle, jetzt können wir auch endlich joinen, wunderschön, und uns zu unserem ersten wunderbaren Rennen aufmachen. Hier, erstes Sprintrennen erwartet uns direkt. Mal gucken, welchem Score die Jungs direkt einstarten. Wissen wir ja gar nicht, sehen wir gleich erst. Aber 9000 Credits, 150 XP gibt das Ganze auch wieder und haben eine sehr schöne Bergstraße durch. Die nehmen wir doch mal mit, die fahren wir doch mal schön. Ne, da können wir ein bisschen gucken, vor allem was unser neuer Elber jetzt so kann. Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch gar nicht groß gefahren, vor allem mit den Racing Plus Reifen und mit dem, ich sag mal, jetzt neuen Tuning. Ne, wir haben ja jetzt ein bisschen ja, die Leistung anders geholt, eben nicht über die ECU, sondern einfach über die Nockenwellen, was bei diesem Motor, glaube ich, ganz geil sein dürfte. Stimmt, habe ich einen Turbolader eingebaut? Doch, ich habe auch einen Turbo. Ne, Turbo war schon drin oder habe ich einen eingebaut? Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir einen Lader eingebaut haben, weil wir haben Ladedruck. Nicht, dass ich da hätte was einstellen können, das wir ja verplant haben. Habe ich letztes Mal einen Turbolader eingebaut? Oder hat der immer einen Lader, der 911er? Ich habe es jetzt gerade nicht so ganz auf dem Schirm. Ich würde auch sagen, wir ignorieren das. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas Doofes gemacht habe. Ne? Wir haben 99er Score, wir sind happy. Es ist ein C2-Club. Der Club kann nicht höher als 200 gehen, ist das Gute. Also 200 ist Maximum, weil mehr kann... Moin, danke lieber Gegenverkehr, Junge. Mehr kann der Gegenverkehr nicht machen, weil, wie gesagt, faktisch ist das ja noch ein C2-Club. Heißt, deren Spielbreite ist ein bisschen geringer. Ist aber gerade hier schön mit den Heißluftballons. Schicke Aussicht hier. Schöne Werkstraße, der wir hier hochfahren. Ich bin ja aufs Rennen da oben gespannt. Hier oben waren wir ja noch gar nicht wirklich. Ein bisschen neues Territorium abchecken. Mal gucken, was der 911er so kann. Vor allem unser... Er ist einer unserer wenigen Autos, dass wir jetzt mal nicht voll auf Stance getunt haben, sondern wirklich auf Performance. Haben jetzt hier wunderschöne Reifen drauf. Wirklich auch komplett asozial breite Reifen, muss man mal sagen. Das sind wirklich richtige Kavenzmänner, die wir hier drauf gezimmert haben. Oh, hier haben wir ein neues Haus unlocked. Guck mal an, schön. Also haben wir richtige Schluppen drauf gepackt. Vorne so wie hinten. Plus dann auch die Racing Plus Reifen. Ich glaube, das kann eine sehr gute Mischung ergeben. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt gleich so im Rennen fährt. Eine neue Gas Station. Boah, hier. Dann locken wir nach und nach immer neuen Stuff gerade hier. Ich muss mich mal hier oben hochzufahren auf jeden Fall. So. Bisher hat sich mein Skyline, glaube ich, ein bisschen direkter angefühlt. Er schiebt ein bisschen viel. Das kann aber natürlich auch mitunter an den, ich sag mal, ein bisschen breiteren Schlupf meiner Vorderachse liegen, die ich vielleicht ein bisschen überdimensioniert habe. Ich glaube, ein bisschen weniger Reifen hätte es vorne auch zum Einlenken geholfen, dass ich da vorne nicht so einen riesen Reifen drauf gezimmert habe. Aber... Wie ich ja immer sage, Optik bevor Performance, ne? Also wichtiger als Performance, dies, das. Fliegt man damit ab und an auf die Fresse? Hm, durchaus. Hier ist ein Observatorium, auch nicht schlecht. Oben ist auf jeden Fall noch ein Haus. Wir finden auf jeden Fall noch mal ein paar weitere wunderschöne Wohnungen und Immobilien, die wir uns nach und nach in unserem Aufstieg zum Streetracer-König hier gönnen werden. Ganz sicher. Hier oben sind auch ganz viele geile Haarnadelkurven. Also hier ist die Bergstraße hier oben. Das können die KX-Leute sehr gut. Da habe ich schon sehr Bock drauf, die auf Dauer noch zu fahren. Eieieiei. Nur mit dem vielen Verkehr ist das so ein bisschen schwierig. Vor allem, weil wir unseren Porsche von der Spurbreite ungefähr verdoppelt haben. Und es ist wirklich mittlerweile echt schwierig, mit diesem Auto noch Lücken zu finden. Also ich gebe mein Bestes, aber das Auto hat leider so eine Spurbreite hinten. Das ist wirklich lächerlich. Da habe ich noch den kleinen Breitbau genommen, nicht den großen RWB. Ich weiß gar nicht, wie du damit noch umgehst, Alter. Fährst du ja einfach, bleibst du ja einfach nur überall hängen. Hier links auf jeden Fall oben eine richtig schöne Bergstraße, die hier hochführt. Aber da werden wir ein anderes Mal hinfahren, weil es geht natürlich erstmal mit den nächsten nächsten Club los. Noch ein Haus unlocked, noch ein Haus. Wir hier schön viele Nebenstraßen. Wir haben auf jeden Fall eine schöne Gegend hier für den Club, muss man ganz klar sagen. So, erstes Sprintrennen gegen unseren ersten Kollegen. 95er Score. Die heißt Mountain Road Riders, heißen die Jungs. Ne, die heißen Sierra Western. Sorry, Sierra Western, und das Rennen heißt Mountain Road Riders. So, was fahren denn Schönes? Evo. Okay. Das könnte jetzt lustig, weil der Kollege hat nämlich Allrad. Ich nicht. Dafür habe ich einen alten, hochdrehenden Porsche. Und ich hoffe, dass es einfach ein Vorteil ist, was ich da gerade gesagt habe, und nicht ein negativer Punkt ist an diesem Duell. Oh ja, ich habe echt ein bisschen Untersteuerproblem. Eieieiei.
breiten Schluck meiner Vorderachse waren, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. Aber finanziell sind wir gerade nicht in dem Metier, wo ich sagen sollte, ich kaufe mir mal kurz noch mal andere Reifen. Ich würde echt behaupten, die Vorderreifen waren zu, sind schon zu breit. Für ein Allradler, ey, go for it. Aber er hat, oh Gott, ja, genau. Bisschen das Problem, dass er von nicht so wirklich rumkommt. Und ich sehe da unten Hahn alle Kurven. Joa, das wird lustig. Okay. I see. Und ich auch gerade gar keinen Gegenverkehr. Das ist natürlich auch geil. Weil das ist immer so ein bisschen der Joker, den ich in der Hand habe, dass der Gegenverkehr mir den Arsch rettet. Aber sie treffen tut er nun selber gar nicht mehr, ne, mit den neuen Reifen. Also die Racing Plus Reifen haben so einen assigen Grip. Da rutscht nichts mehr. Ja, er baut ein bisschen Mist hier in den Haaren. Vielleicht kann ich da nochmal raus profitieren, aber ich komme nochmal ran, aber auch nicht wirklich. Ja, oh, ich bin in Haaren sogar schneller als er. Oh, in rein noch, auf den letzten Meter noch. Ich sag ja, der lenkt schlecht, aber die KI lenkt schlechter. 5 Euro für wen auch immer sich das auf den Arsch tätowieren lässt. So, guck mal an, das ging doch. Wir haben es irgendwie gewonnen. Das war jetzt am Ende echt noch viel Lack, dass er da doch ein bisschen bei den Haaren am Troublen war. Aber hier haben wir einen neuen Haus unlocked, einen neuen wunderbaren Tuning Shop. Guck mal hier. Oh, wir sind ja hier hochgefahren. Das ist ja nice. So. Das einzige Rennen von denen ist gerade hier drüben, ne? Dieses wunderbare Sprintrennen. Und dadurch dürfen wir diese schönen Haarenkurven fahren. Ne? Das, da sehe ich mich eingeladen. Da sehe ich mich auf jeden Fall eingeladen. Hier oben setzt sich das ganze Dorf und so hier. Das gibt mir auf jeden Fall sehr japanische Vibes hier oben. Das ist hier echt eine sehr geile Gegend. Grundsätzlich, ja, die Bergstraßen haben die so ein Händchen für geiles Design. Klar, ist so eine Mischung, die ganze Map so zwischen Japan und Amerika. So ein bisschen Mischmasch von allem. So. Best of both worlds gewissermaßen. Bin ich aber bisher jetzt nicht super abgeneigt von. Habe ich den Gegenverkehr überhaupt noch an oder spawnt er hier oben einfach nicht? Der Gegenverkehr ist noch an. Aber er spawnt dann anscheinend hier oben nicht. Ist das ein Gebiet, wo kein Gegenverkehr spawnt oder sind wir gerade einfach nur. Ist einfach nur broken? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die ist gerade so ruhig. Aber ihr seht, ne, er lenkt nicht so weit rein, wie es mir lieb wäre. Alter, was da unten auf der Map abgeht. Warte, ich muss mich mal kurz ausblenden, damit ihr das Massaker da unten seht. Guckt euch mal dieses Kurvenmassaker an, Junge. Warte mal. Ja, warte mal, dann machen wir mal kurz Folgendes, weil wenn wir jetzt hier schon hochhämmern. Ich habe ja noch Street-Reifen, ne? So. Das müssen wir jetzt mal gerade ganz kurz auskosten. Ich brauche mal kurz Reifen ohne Grip. Oh, das war zu wenig. Das war zu viel Handbremse. Ja, das müssen wir jetzt hier mal auskosten. Wenn ich schon solche Kurven vor mir habe, will ich die auch driften, Alter. Ah, aber doch zu wenig Leistung immer noch. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Ah, ja, berghoch ist noch ein bisschen Quälerei. Berghoch ist noch ein bisschen Quälerei. Oh ja, oder auch ein bisschen viel Sliderei. Eieieiei. Ich frage mich, ob wirklich hier einfach kein Gegenverkehr spawnen soll oder mein Spiel gerade broken ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden. Könnte beides sein, aber das ist ja eine absolut kranke Driftstrecke. Hier müssen wir uns auf jeden Fall mal irgendwann, wenn wir dazu kommen noch, es wird ja auch Driftclubs, glaube ich, geben, Drift dafür aufbauen. Ganz safe Nummer, also das ist ja auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Unser 911 ist ja eher so ein bisschen Gripbild. Ah, schön. Bisschen geht doch. Wenn man es ein bisschen erzwingen muss. Den passenden Reifen mit schlechtem Grip. Ja, guck mal. Man muss es einfach nur ein bisschen nötigen. Dann kommen wir auch in die Richtung, dass er driftbar ist, der Wagen. Aber ich wundere mich, dass hier gerade so wenig Verkehr spawnt. Sag ich, wie es ist. So, wir wechseln mal ganz kurz unsere Reifen wieder. Und ich mache mal ganz kurz den Verkehr an aus. Ob das vielleicht einfach nur gerade broken ist. So, off. Yes.
So. Perfekt. Falsche Taste. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir den wieder anschalten, ob er wiederkommt. Oder ob der hier wirklich hier oben einfach nicht spawnt. Das kann ja auch sein. Yes. Könnte das hier oben in den Bergen wirklich tote Hose ist. Weiß ich nicht. Können mir ja gerne mal die Leute erklären, die schon ein bisschen weiter im Spiel sind, ohne zu spoilern. Ist hier oben... Das ist ein Haus, Alter. Warte mal. Das ist ein Haus, was ich kaufen kann. Mama mia, das will ich ja safe haben auf Dauer. Ich mal diese Butze an. Ja, ja, wir fahren gleich das Rennen. Vorwärts gleich rein, komm, Porsche. Alter. Junge, hier stelle ich alle meine Japaner hin, aber das ist safe von, Junge. Junge, ist das eine Aussicht. Alter. Warte mal, ich kurz mal gucken, ob ich das im Fotomodus geil, ob man das geil eingefangen bekommt. Ja, bedingt, ne? Das ist sehr düster hier, aber holy shit, was kostet denn der Kavenzmann hier? 17.000 nur! Krass! Die gebe ich jetzt schon aus, gekauft. Ist mir scheißegal. Das ist mal gut investiert, ausgegebene 17.000. Ich will dieses Haus haben, Alter. Ich will hier immer hin teleportieren können. Alleine für Fotos von den Autos, Junge. Das ist ja so ein geiler Spot. Das war ein gut ausgegebenes 17K. Da kann man ja sagen, was man will, Alter. Das ist ja voll geil da oben. Das ist ja voll geil. So, nächste Crew-Kollegen sind Civic und Bimmer. Ja, EO9 ist schick. Holy shit, okay. Ja, EO9 steht auf jeden Fall noch auf der Liste im Spiel. Brauchen wir nicht über diskutieren. Die 92 M3 ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Den haben wir ja auch mittlerweile frei. Mit Level 19 haben wir den freigeschaltet. Heißt, da hätten wir ein kostenloses Auto frei, eben aufgrund des Cabrios. Ah, die Handhallen sind so ein kleiner Sweetspot der KI, die man so ein bisschen nutzen kann. Gut für uns. Aber ich meine, unser Porsche ist ja auch nicht schlecht vom Score her, ne? Also, muss halt ein bisschen mit dem Handling klarkommen. Und dann geht das schon. Aber die Strecke macht Bock. Serpentin sowieso ist geil, ist auch in der Realität. Serpentin beim Autofahren, das bockt einfach hart. Deswegen ist es hier im Spiel natürlich nichts anderes, vor allem mit dem schönen alten 911er hier rumzuhämmern. Das fühlt sich schon ganz gut an. Vor allem, nachdem er jetzt Besitzer von einem wunderbaren japanischen Haus direkt auf oben auf dem Berg ist, mit einer wirklich perfekten Aussicht. Jo, genau. Ja, top, Digga. Wunderbar. Das war wirklich par excellence Überholmanöver. Das hätte niemand besser machen können. Das war in die Wand geschoben, ey. Und danach selber hängen zu bleiben, das ist es einfach. Es gibt mir aber sehr harte Carbon-Canyon-Duelle so ein bisschen, ne? Das gibt mir schon ein bisschen die Fosby Carbon-Vibes hier mit den Harnallen und dem Canyon, wo du überall runterrutschen kannst. Und die Gegner, die da auch ganz leicht den Nacken atmen. Fehlen mir nur noch die chemischen Sprüche oder die komischen Gesichtsausdrücke in einem kleinen Facecam in irgendeiner Ecke des Spiels. Aber hier auf den Straßen, da funktioniert er. Wie gesagt, ich muss mich so ein bisschen aufs Handling einlassen, dass er sehr schiebend ist. Und ich vermute, wie gesagt, es liegt sehr stark an den sehr breiten Reifen, die wir an die Vorderachse geschossen haben, dass der dadurch ein bisschen Probleme hat, einzulenken. Das müssen wir vielleicht nochmal ändern. Das kann man ja zur Not ändern und dann den Schwurplatten wieder agieren. Das kann man ja rüberholen. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Da müssen wir nur mal schauen. So, wo ist denn das nächste Event von den Jungs? Hä? Ist bescheuert? Sehe ich's nicht? Ach, da unten. Warte mal, beim Leuchtturm. Hey. Wir können aber nochmal diskutieren, das ist mein... Wir können ja nicht einfach... Ja, so, jetzt da runter. Ich muss erst zoomen und dann runter, weil sonst... Super wieder raus. Ihr könnt doch nicht einfach vor meiner Haustür ein Rennen veranstalten. Vorteil ist, ich kann da hintraveln. Das ist natürlich praktisch. Muss er auch sagen. Aber direkt vor... Also davon halte ich ja nichts, diese dummen Streetwears direkt vor der Haustür zu haben. Immer steht hier aktuell der Golf, weil ich meine Autos immer wild durcheinander tausche. Weil wenn du swaps, dann swappt er die Autos ja immer dann da, wo du gerade hin willst. Direkt vor meiner Haustür. Das gibt eine Beschwerde. Das reiche ich bei der Polizei an. Diese illegalen Streetwears, sowas will ich nicht vor meiner Haustür haben. Sowas dulde ich nicht. Das ist kriminell und schwerst gefährlich. Oh, der Bruder fährt einen RX-7. Unvermutlich bullenlaut und umweltverpestend wegen Öl in der Luft. Oh, RX-7 FD, ne? Ah, den haben wir noch nicht frei. Oh, der hat das... Schon eine sehr schöne Kiste. Bisschen schieben. Komm, wir kommen gemeinsam rum.
Okay, dann nicht. Schon wieder ein neues Haus. Mein Gott, heute verdienen wir echt viel Passivkohle, ich sag es euch. Nein. Auch nicht. Das ist schön, wenn man nachts sieht, dann muss ich mich nach hinten gucken. Ich sehe ja die scheiß Scheinwerfer. Das ist ganz praktisch. Aua, okay, fahr vorbei, kein Thema. Der Porsche war auf jeden Fall nicht die beste Wahl für die Klasse, weil die Gegner halten auf jeden Fall schon mal gut gegen, kann man nicht anders sagen. Haben wir auf jeden Fall schon mal gut gegen, wäre vor allem auch tempomäßig. Sag ich mal. Ja, ein bisschen Rubbiness Racing, sagt man ja so schön. Ein bisschen anlehnen ist okay. Oh, die Kurve ist eng. So, jetzt aber, come on. Eine Anhalt noch rum. Die Anhalten sind einfach mein Gewinnbringer, ich sage es euch. Aber die Rennen hier machen richtig Bock, weil die in der geilen Location sind. Das ist jetzt nicht nur nach 0-50 Stadtrennen, die wir die ganze Zeit vorher gemacht haben, sondern richtig schöne Bergrennen. Das fühle ich schon sehr. Das fühle ich schon sehr, sehr, sehr. Ah, das macht schon sehr Bock. Das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Oh, gut, dass wir Sprintrennen gefahren sind. Auf dem Weg direkt zum nächsten Rennen. Ist doch perfekt. Ich plane nämlich meine Events immer vor. Nee, muss ich jetzt komplett umdrehen. Ich kann hier nicht geradeaus weiterfahren. Warum nicht? Warte. Aber ist das eine Brücke da? Ach, ist drüber, ne? Ah, das ist ein Tunnel. Fuck. Okay. Ich revidiere meine Aussage. Ich muss doch ein bisschen anders fahren. Jetzt checkt mir doch hier eine Route an. Komm ich doch auch sicher hier von außen lang, oder? Okay, das war eine erfundene Route. Aber die Route kann ich auch fahren. Was denn jetzt? Die geht jetzt doch. Watschspiel. Was denn jetzt? Paar aufs Maul oder was? Kriegt dein Navi auf die Kette. Ist so ein bisschen weird, dass hier kein Verkehr ist. Aber da weiß ich, wie gesagt, nicht, ob das einfach im Spiel selber liegt. Ich will mich nur jetzt nicht gerade unten in die City porten, um das mal kurz zu checken und zu überprüfen, weil ich dann wieder hier hochjuckeln müsste. Obwohl, ich habe ein Haus oben. Ja, wir gucken mal, wenn gleich ein Event da oben in der Nähe meines Hauses ist, dann machen wir das gerade mal schnell, um die These selber zu überprüfen. Hier in dem schönen, nebenbei eine schöne Seilbahn, die anscheinend gerade Notlauf ist. Aber gut, weil Nacht ist, fährt sie vielleicht einfach nicht. Aber steht halt gerade. Ja, und wieder gestern, wirklich... Das hier einfach, dieses Berggebiet ist einfach Geld passiv verdienen. Ich sage es euch, voll geil. Fährst einfach irgendwo hin, Geld. Fährst wieder irgendwo hin, wieder mehr Moneten. Das ist schön. Tank ist aber noch gut dabei. Meine Racing Plus Reifen machen auch noch gut mit. Weil ich mir jetzt zu allen anderen Autos die Kiste jetzt hier mit den Reifen nicht konsequent querprügel. Was aber auch schwer ist, muss man sagen. Der Wagen will auch wirklich einfach gar nicht quer. Mit den Racing Plus Reifen brauche ich es gar nicht versuchen. Krippen wie die Hölle. So. Here we go. Rennen Nummer. Ich habe aufgehört zu zählen. schicker. Oh, das haben sie dabei. Skyline. S13 hier, ne? Eieiei. Erst noch Start habe ich. Alter, wenn man die Minimap nennt, das sind wirklich immer komplette. Okay. Kapuzettet, moin moin. Komplette Schlangen hier auf dieser Minimap. Das ist so geil, diese Bergpassage hier. Also aktuell würde ich fast sagen, bester Teil der scheiß Map, also safe. Also sehr weit mit dabei oben, weil das ist schon geiler Scheiße, diese Bergstraßen. Das bockt übel hart. Junge, 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 ist das geil. Hierfür ist der Porsche halt wirklich geeignet, das ist das Gute. Also, so wie er fährt, hierfür ist er top. Man sammelt hier halt leider sehr wenig XP oben alleine durchs Fahren, weil man hat halt kein großes Tempo, ist kein Verkehr. Heißt, hier passiert nicht die ganze Zeit so viel. Heißt, da ist es ein bisschen weniger, was so reinkommt. Das ist natürlich bei normalen Rennen ein bisschen... Wind bringen da. Ja, aber easy hier wieder. Alter, hier funktioniert er. Der Porsche funktioniert hier einfach. Ich sag es euch. Der funktioniert hier wirklich. Bravo ist. Ey, so, ich sehe auch, es sind nur 15 Rennen hier, ne? Nicht 19 wie sonst immer. Und Level 20 haben wir erreicht. So, was gibt's denn da für Schönes? Gibt's erstmal Kohle, vermute ich mal, ne? Ja, gibt nur Kohle diesmal. Okay. Gibt nur Kohle diesmal. Ja, aber 15 Rennen sind es nur statt 19.
Gut, da kommt man durch die Jungs, bei den Jungs auf jeden Fall schneller durch. So, nächstes Event ist da unten. Wir haben ein Duell. Da haben wir ein schönes Duell. Also einen der nächsten Zwischengegner. Wir wissen ja auf jeden Fall schon mal, wir fahren auf jeden Fall gegen einen. Was war das erste Auto, was wir gegen Gegner hatten? Evo. Evo haben wir schon mal dabei. Was nicht geil ist, wie gesagt, der hat halt einen asozialen Startvorteil, wie wir gesehen haben. Da muss ich echt gucken, dass ich da bei den Squad-Duellen dagegen ankomme. Bin mal gespannt, was die nette Dame für ein Fahrzeug mitbringt hier in das Duell. Jetzt sind natürlich so ein i86 oder sowas richtig angeboten, ne? Das wäre das perfekte Auto hier gewesen. Aber ich meine, so einen alten Porsche durch Serpentinkran ist jetzt auch nichts, was super scheiße klingt. Ja, der bockt hier schon hart, ey. Das ist. Also, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsabschnitt bisher der Map. Das ist hier so cool. Vor allem, wenn wir mal einen Drifter haben. Oh, Junge, ich werde hier so rumquallen mit der Kiste. So, dann gucken wir mal. Was fährt die Dame? Was gibt's denn Schönes? Oh! 997. Okay, jetzt wird's lustig. Die Frau fährt den 997 Porsche. Geschmack hat sie, aber das könnte auch mein Untergang werden, so ein bisschen jetzt hier. Da muss ich nämlich erstmal vorbeikommen. Ja, außenrum, außenrum, here we go. Boah, 997 Porsche brauchen wir auf jeden Fall safe. Seit dem Intro vom Spiel will ich hier 997 im Spiel haben, ne? Also, muss man ganz klar sagen. Für den gibt es ja auch, denke ich mal, das RWB-Kit. Bei dem finde ich es auch ziemlich cool. Aber 997 ist auf jeden Fall noch safe und ist seit dem Intro vom Spiel will ich 997 haben. Und dass wir sehen, dass das Ding auch ein großes Flügelwerk haben kann, ah, das macht mich schon sehr an. Hoppla, hoppla, ah, nein, ach, warum? Genau, warum? Ah, Alter, schöner Leitplanke hochgeglitscht. Ja, das wäre Pech gehabt für das Restart, einfach nur, weil das Spiel mich gerade mobben wollte. Die Kollisionsabfrage war da gerade ein bisschen, ich sag mal, interessant gelöst. Ah, den müssen wir, 997, safe, also. Machen das wie bei TDU, das wird hier auch ein reines Porsche-Let's Play ab jetzt. Kaufen wir noch Porsches. Wir werden nichts anderes mehr kaufen. Nee, hier ist nächste Auto ist ein Porsche ab jetzt. Ja, ich komme noch mal ran durch die Haarnadeln. Das wird, glaube ich, nicht reichen, oder? Das wäre geil, wenn es klappen würde. Aber wenn ich die Rennen hier so sehe, macht das schon Sinn, dass hier kein Gegenverkehr rumfährt, weil ich glaube, das wäre für die KI ein kompletter Gamebreaker. Ach, so knapp, egal. Fahren wir es gerade zu Ende. Shit, ey. Ja, wenn ich auf der Leitplanke nicht hängen geblieben wäre, das ein easy Ding gewesen. Hätten wir das ganz easy geholt. Come on. Ja, aber wenn ich gerade die Rennen so sehe, macht das ohne Gegenverkehr hier auf jeden Fall schon Sinn. Also das ist, glaube ich, sonst leichte Problematik für die KI hier. Erstmal vorbei. Einfach nicht in die Leitplanke reintragen lassen gleich und dann kommen wir da auch easy durch. Oh, da bin ich zu spät dran. Oh, da bin ich zu spät dran. Ah, sehr viel besser. Sehr schön. Weil mir die ganze Zeit mit der Aussicht auf die Stadt ist natürlich schon. Das macht natürlich auch gleich doppelt und dreifach so viel Spaß, muss man ganz klar sagen. Beim Evo am Anfang hatte ich echt das Schiss. Oh Gott, wir haben ein komplett beschissenes Auto getuned. Aber in den Kurven liegt hier unsere Macht und das ist ganz gut. Und dass wir halt gar keinen Gripverlust haben, ne? Bei einer so mal hier und bei kleiner Slide und so. Und der 911er hier, der packt und packt. Ganz entspannt. Ja, nächste Rennen auch easy in der Tasche. Sehr schön. Sehr gut. Damit haben wir schon 5 von 15. Ein Drittel ist schon abgeschlossen, meine lieben Damen und Herren. Wir machen Fortschritt und die Rennen machen durchweg alle sehr viel Spaß hier oben. Muss man
ganz klar sagen, das ist hier schon geiler Shit. 6000 habe ich überhaupt gekauft, da oben. Ah, da ist direkt ein Rennen auch bei. Okay, dann machen wir jetzt mal gerade kurz Folgendes. Ich will mal gerade mich ganz kurz in die City porten. Weil, wie gesagt, hier nochmal kurz gucken, ob das wirklich an dem Ort liegt, dass da kein Verkehr spawnt. Gucken wir, was hier unten jetzt los ist. Ah, hier ist mal wieder Verkehr, okay. Ist auch immer noch kein Heavy Traffic gefühlt. Ist aber Heavy Traffic an, aber dann spawnt er da oben einfach nicht. Okay. Ja gut, wie gesagt, das macht meiner Meinung nach dann Sinn. Denke ich mal einfach nur, dass da oben nicht nonstop Crashes passieren. Und ich vermute auch, weil die KI vermutlich da ein bisschen Probleme mitkriegt, das wäre jetzt so mein Main-Grund vermutlich, dass die KI da halt bei den Rennen ein bisschen überfordert ist, wenn es hier noch, ja, hier die ganze Zeit Rush-Hour herrscht. Weil es sehr viele enge Straßen sind. Aber hier so in den Nebenstraßen wäre es schon cool, zumindest, dass während der Nicht-Rennen hier Gegenverkehr unterwegs ist. Also während der Rennen kann ich es verstehen, aber während der Nicht-Rennen hätte ich hier oben schon gerne ein bisschen Verkehr, weil klar ist es oben am Berg und jetzt hier fährt nicht jeder hin, weil nicht da, also müsst ja da nicht zur Arbeit oder so, ist ja nicht deine Arbeitsroute vermutlich. Aber es wäre einfach nice to have, so der Atmosphäre wegen. Aber naja, gut. Civic ist wirklich schick, das Bodykit ist vor allem auch geil. Das habe ich noch echt schon mal gesehen, das Bodykit. Das finde ich auch echt gut. Mal gucken, der RX-7 ist ja auf jeden Fall flott gewesen. Und das Gute, bisher haben wir hier oben nur Sprintrennen. Und ihr wisst, ich bin ein sehr großer Freund des Typs Renn-Sprintrennen und hasse Rundkursrennen. Weil warum soll ich mehrfach das gleiche abfahren, wenn ich eine Route fahren kann, die nach A nach B geht und immer was anderes hat? Wisst ihr, was ich meine? So Rundkursrennen ist halt irgendwann langweilig, weil du das dritte Mal dasselbe siehst und hier halt nicht. Klar sind wir dagegen schon mal gefahren, aber in einem Rennen ist dadurch die Abwechslung nicht größer. Oh, der RX-7 ist schnell. Vor allem ist da vorne gleich schon das Ziel. Letzten Meter noch. Yes, innen durch. Boom. Ich mag unseren 911er. Auch wenn ich mich letztes Mal vertuned habe, haben wir ihn heute sehr gut getuned. Er ist auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Der Wagen ist jetzt wirklich sehr gut. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Der macht Bock. Yo, moin. Okay. Einmal komplett in die andere Richtung, habe ich gehört. Cool, 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 cool. Alter, das ist echt ein paar Meter. Junge, Junge. Ja, das fahre ich jetzt sicher nicht. Ich bin ja morgen noch dran. Ja, wo porte ich mich denn gerade hin, dass es nicht asozial lange dauert? Was kostet es denn, wenn ich hier importe? 530. Ich meine, wir haben 74.000. Wir können es jetzt gerade mal leisten, irgendwo uns mal ein bisschen. Ist das überhaupt an der Straße nicht, dass ich mich falsch porte? Wir porten uns mal zu der Tankstelle. Die ist auf jeden Fall da, wo ich hin muss. 390 Credits. Dann haben wir zumindest die Bergstraße, die ich gerade so lobend erwähnt habe. Weiterhin finde ich sehr geil. Aber dann habe ich ein bisschen ausgelassen. Weil die macht schon Spaß, die macht auch Bock in Rennen. Aber die ist halt nicht effizient, was Tempo angeht. Und wir wollen ja Fortschritt machen. Ach, ich mag unseren 911er. Ich mag ihn sehr. Das ist ein gutes Auto. Ich muss im Innenraum sagen, ist die Kamera richtig geil in mir. Klar ist sie sehr hektisch und sehr wackelig. Aber ich finde, sie gibt ein super geiles Geschwindigkeitsgefühl. Weil es fühlt sich halt einfach super krass an, wenn du hier durch den Verkehr so swerfst, wenn der Kopf die ganze Zeit so mitarbeitet. Das ist schon gut gemacht. Es fühlt sich halt riskant an irgendwie. Oh, neues Haus. Perfekt, guck mal. Ey, heute mache ich wirklich einfach so viel Kohle einfach durchs Fahren. Das ist ein Traum. Wow, wow, wow. So, jetzt stehen ein paar Handnadeln an, glaube ich. Ich gehe mal hier runter, wenn ich hier reinkomme, ohne mich umzubringen. Oh, das ist aber eine kleine Nebenroute hier. Junge, Junge, Junge. Hier ist auf jeden Fall kein Verkehr unterwegs. Eieiei. Ja, doch, die Racing Plus Reifen kann man doch driften. Man muss es nur wollen. Man muss nur die nötige Menge Handbremse bringen. Hier ist ein schöner Parkplatz. Ah, ist einfach so eine kleine Abkürzung. Na, nett. Das ist doch nett. Boah, das war auch fast nett. Fast nett. Ja, ein Tuning Shop, Gas Station, wunderschön. Ich muss hier links rein. Jo. Ja, man merkt, sobald die enge Drifty Road kommt, dass der Verkehr nicht mehr da ist.
Ah, geht doch noch. Oh, ja, okay. Mehr oder weniger. Sportreifen geht es auf jeden Fall entspannter, weil ich da noch nicht mal groß die Handbremse rippen muss. Und die Sportreifen sind günstiger. Also ich sollte das hier auch dringend sein lassen, wenn es mir ein bisschen was an meinem Geld liegt. Aber verdiene ich auf jeden Fall wieder gut Geld. Wir verdienen auf jeden Fall wieder gut Geld. Ich muss sagen, das nächste Mal, der nächste Club wird ja schon C3-Event, ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon C3-Autos frei haben. Ich glaube, wir haben Level-Tech noch nicht mal C3-Autos frei, meine ich. Also wir müssen, glaube ich, nächstes Mal, wir werden, glaube ich, nicht mal ein C3-Auto kaufen. Wir werden natürlich ein C2-Auto tunen. Weil ich glaube, bisher haben wir noch keine C3-Autos frei. Heißt, wir werden da eh noch ein bisschen tunen müssen. Was ja nicht schlecht ist, weil die Autos dann günstiger sind. Tuning ist nicht so teuer wie ein Auto kaufen. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Firma ist auch schick getuned, ey. Schön ein bisschen Sturz an der Hinterachse. Perfekt. Eigene Kollegen komplett aus dem Leben geräumt. Das ist es einfach. Wirklich. Makellose Glanzleistung von unserem Kollegen im BMW. 3, 2, 1 werde ich jetzt meinem Kollegen komplett in die Wand schießen. Gesunde Attitüde. Oh, funktioniert das hier gut, das Fahren? Leicht noch gesteuert. Ja, kommt doch ran, Jungs. Traut euch doch. Wo ist die Gegenwehr? Vom Score ist der Porsche hier auf jeden Fall top ausreichend. Wir müssen ja auch nicht mehr tunen, also wir können ja auch nicht mehr tunen. Das ist der große Vorteil, wir geben jetzt hier auch kein Geld mehr aus im Rahmen dieses Clubs, sondern wir fahren einfach nur. Finde ich auch mal ganz gut. Aber das haben wir uns ja leider im Skyline ja auch angewöhnt, ein bisschen schon mal vorausschauen zu tunen. Also einfach schon mal das Performance-Niveau ein bisschen anheben. Aber nicht zu viel, weil ich will ja auch noch Gegnerkonkurrenz haben. Deswegen die 10 Punkte drüber, damit laufen fahren wir eigentlich immer ganz gut. Vor allem wird es dann für im Laufe des Clubs immer schwieriger. Also immer herausfordernder. Geil beleuchtet hier, ne? Easy. Bis auf den einen Unfall ungeschlagen bislang, möchte ich betonen. Bis auf den einen Unfall, den wir natürlich alle verdrängen und vergessen, der ist nämlich nie passiert, wisst ihr genau, sind wir hier ungeschlagen. Das läuft doch gut. Das läuft doch bisher sehr gut. So, ich will mal gerade ganz kurz beim Cadillac gucken, weil das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ich glaube, wir haben noch nicht mal C3-Fahrzeuge frei. Ich meine, das Maximum, was wir bisher frei haben, ist C2. Ich glaube, wir haben noch nicht mal C3-Auto freigeschaltet aktuell. Ne, genau, fängt nämlich mit dem C63 an. Und ihr seht, die Jungs fangen erst ab Level 23, 25 an. Also, ja, das sind noch Eventfahrzeuge. Und ihr seht, die haben wir noch nicht frei. Level 21, Level 19 wurde angezeigt, genau. Aber höchstens, ich würde darauf hinauslaufen, dass wir, den könnten wir theoretisch nehmen, aber ich bin nicht so der E92 Cabrio-Fan. Oder E93, glaube ich, heißt er in dem Fall dann. Heißt, es wird, glaube ich, der kostet auch 180.000, muss man fairerweise sagen. Ich vermute, wir werden sowas in die Richtung. Wir warten mal ab. Wir gucken mal. Ich entscheide mich dann noch spontan, welches Auto für den C3-Club den ersten wird. Weil, wie gesagt, es wird vermutlich kein C3-Auto, weil wir bis dahin keins frei haben werden. Und wir haben ja noch ein paar C3-Clubs dann, glaube ich. Wir haben dann, wie viele C3-Clubs haben wir? 1, 2, 3. Ne, warte mal. Ach, geh mal weg jetzt gerade. 1, 2. Und 2 C3-Clubs. 1, 2. Tatsache, wir haben nur 2 C3-Clubs. Ne, 3 C3-Clubs haben wir, okay. Und C4 haben wir 1, 2, 3, 4, auch wieder. C5 haben wir 2 und 1 C6-Club, okay. Ne, 2 C6-Club. Ne, 1 C6-Club nur. Okay, da oben wird es ein bisschen weniger. Und ich weiß auf jeden Fall mit DLCs und Updates, zum Beispiel eben beim Smartphone-Ableger, gab es auf jeden Fall immer wieder weitere Clubs dazu. Also da wurde immer mal wieder da auch contentmäßig nochmal hinzugefügt. Das hoffe ich hier natürlich auch, weil natürlich irgendwann haben wir die Progression da durch. Und ich mag dann den noch nicht aufhören. Vor allem haben wir ja noch viele, viele Autos, die ich dann noch nicht getuned haben werde. Und da merke ich natürlich auch gerne noch einen Blick reinwerfen. So ist das ja nicht. Ah ja, wir gucken mal. C3-Club, was der erste Club überhaupt wird, was für ein Auto es wird. Den R34 habe ich euch ja vorher schon mal gesagt, dass ich, wenn ich ihn frei habe, eigentlich schon sehr weit oben auf meiner Liste ist. Weil ich ihn halt einfach geil finde. Und wir vermuten am Ende dieses Clubs hier noch nicht
Stufe 24, 25, 26 irgendwas werden, dass irgendein cooles C3-Auto frei ist. Weil da schalten wir schon ein paar frei, der C63, ja, alles nett. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür mein Geld ausgeben will. Der C63 ist sogar so, wo ich vielleicht noch überlegen würde. Aber da müssen wir mal gucken, was es da am Ende Schönes wird. Das werdet ihr dann sehen. Wir schauen mal in Ruhe. Jetzt fahren wir jetzt mal auf jeden Fall noch ein schönes weiteres Rennen. Und nächste Folge kümmern wir uns dann auf jeden Fall schon um den Clubboss. Der wird da auf jeden Fall schon angegriffen. Bei oben ist aber auch schön. Meine Fresse. Also wirklich die ganze Bergsektion. Das ist natürlich auch ein Haus, was ich kaufen kann. Klar, natürlich, Digga. Ey, die ganze Bergsektion hier oben ist wirklich das Schönste, was die Map zu bieten hat. Vor allem aber auch spielerisch. Es macht halt einfach richtig Bock, hier oben rumzuhämmern. Einzige, na, was ich ja meine, ist so ein bisschen unbelebt. Nur bei diesem Freeroom hätte man hier und da ruhig ein paar Verkehrsauto fahren lassen können. Ich weiß nicht, ob es am Heavy Traffic liegt, dass das Spiel nur bei niedrigen Autos vielleicht spawnen würde, aber ich glaube nicht. Aber sonst klärt mich da gerne mal auf. Der Skyline hier, ne? Meine Fresse, ey. Und ich überleg mal, Skyline mit einem Skyline. Ich weiß, wer will. Hansa ab. Ich finde es schön, wie viele Tuning-Shops hier auf der Map sind, dass du nicht immer 200 Jahre fahren musst, um irgendwie dein Auto zu tunen. Das finde ich ganz gut. Wenn du die erstmal freigeschaltet hast, relativ eigentlich immer in der nächsten Nähe was. So, wir haben wieder ein schönes Duell, aber eben normales Duell. Nicht gegen einen der Clan-Mitglieder. Einen Clan-Mitglied lernen wir auf jeden Fall noch kennen. Einer fehlt ja noch. Oder eine, was auch immer, sehen wir dann. Mal schön dranbleiben. Na, Speed habe ich auf jeden Fall. Ich mag die Klangkulisse auch hier. Unser Porsche oben rum schreit der richtig schön. Das ist leicht, dieses Scheitelpunktgehämmer hier, das macht schon Bock. Oh, come on. Komm schon, komm schon, komm schon, komm, zieh, zieh, zieh. Was? Bitte was? Yo, okay, ja, moin. Okay, 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 I get it. Yo, moin, ja, okay, tschüss. Ja, top, top, super. Haha, vor dich respawned. Oh, sorry, Bruder. Alter, hier ist eine nicht fertige Brücke, Mann. Ich habe mich schon gewusst. Warte, ist das ein Sprung? Ich war gerade so am Gucken, ist das ein Sprung für uns? Ja, das könnte. Und dann habe ich gesehen, wie die KI neben mir abgebremst hat. Ich hab jetzt gerade gemerkt, verstehe, warum sie das getan hat. Man muss da nicht mit so viel Tempo rüber. Sieht zwar schön aus und ist nice to have, aber im Endeffekt hätte man auch mit weniger Tempo. Aber ey, gewonnen ist gewonnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Hab's erstmal gewonnen. Über 100k haben wir jetzt, glaube ich, auch wieder auf dem Konto. Und wir haben ein zweites Haus, was man auch sagen, wirklich wunderschön ist. Und mit diesem wunderbaren, ja, Ende würde ich sagen, bin ich raus für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen rum, da würde ich mich selber freuen. Nächstes Mal gibt es ein Finale hier bei diesem wunderbaren Bossgame mit unserem wunderschönen neuen Elber. Ich habe das Auto sehr lieb geworden, muss ich sagen. Ich werde mit raus, bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team.